Wegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Missionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Eine große Verantwortung liegt nun auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Ich will sofort zum Bericht! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Trump in jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod. Das ist eine Sache von Sekunden. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst zuzuschreiben hat. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsbehörde hätte. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Bombenangriff auf unsere Städte, Woche Gottes. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Ich wollte, meine Generale hätten deinen Mut. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greime Gürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Sofort! Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Morgen schon werden mich Millionen verfluchen. Aber das Schicksal wollte es nicht anders. Nur Sie und ich wissen, dass ein drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäufen und Fabriken gewonnen ist. Nur Wolkenkratzer und Pelz. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassen immer mit brutaler Härte Eiskalt niedergebracht. Alles gut. Ich danke Ihnen. Keine Ölgebiete, das ist katastrophal. Dieser Himmel, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Wir werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin mit Frontstadt. Mitleid ist eine Ursache, ich sage immer, Mitleid zu haben mit dem Schwachen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt.
Geben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Zu spät. Gut. Auf Wiedersehen. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht? Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Ich habe Großes vorgehabt mit dem deutschen Willen der Welt. Keiner hat mich begriffen. Nicht einmal meine ältesten Mitkämpfer. Gibt es Neuigkeiten von Wenker und seiner Armee? Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen 43.000 der modernen Stahljäger zur Verfügung stehen. Die sogenannte Menschlichkeit. Und viele Fehler gemacht, seien sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwächen. Es war nicht nur für Deutschland. Und was ist los? Woher kommt die Schisserei? Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Gekommen. Weil das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es nach Leben ausgerottet wird. Halten Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren. Leute, der Armee wird nicht zurückgenommen. Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. In San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird fremdstehend. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus und in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen. Und wenn Russland so vernichtet, einen Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen.
Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnerarmee vereinigen. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Die Leutnerarmee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod ein. Das ist eine Sache von Sekunden. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Beck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Keitel. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete, ausgezeichneter Mann. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können Sie unmöglich machen. Ich danke Ihnen für diesen Treuebeweis. Jo. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel. Sie und Grein müssen so bald als möglich aufbrechen. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzureihen. Ist der Russe schon so nah? Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen ist Verrat gegen die Natur. Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Sagt Fräulein Ilse, die Kinder sollen nicht zu viel Spielzeug mitnehmen. Eins, das ist jetzt nicht mehr nötig. Bis gleich. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch
Heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Hören Sie zu, Katja. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Dann ist mir ein Kapitulationsangebot gemacht. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Soll er halt uns darin hindern, selbstständig zu denken? Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von weg? Zweitens, wann greifen sie weiter an? Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Anders kann man das nicht machen. Ja, mit Himmler kollaboriert, er ist der Verrückte. Sie und Klein müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell gehen. Gibt es schon Antwort auf unser Telegramm, ein Titel? Die sogenannte Menschlichkeit. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Wie viele 1000 Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht? Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Ich bin mit mir zur Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Ich behalte Recht. Vergeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Sie müssen mich mit einem Kapitulationsangebot gemacht. Begriffen bei der Sache. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Ich habe heute
hat den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin und Franzstadt. Also, was soll's? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgeben. Berlitz, mobilisiert den Nordkesselring im See. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Was nach diesem Kampf übrig bleibt. Deutsche Armee wird nicht zurückgenommen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schnell. Mal für mir leicht davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Verräter! Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte recht, um nicht in meine Pläne einzugreifen. Das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ja, immer. Der Mann schießt sich in den Mund. Dann platzt der Schädel. Und nachher, wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht. Und dann, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Es wird sein eigenes Schicksal sein, dass er sich selbst so zu schreiben hat. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Wenk! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Jeder in der Umgebung des Hörers weiß, dass es ein Hirngespinst ist. Rückwärts! Ist der Russe schon so nah? Die Logik der Frau. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es fällt mir leicht davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Wir sind die antiken Städte vor uns. Die Akropolis. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten mehr. Himmler. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Ich wollte meine Generale in deinem Mut. Von vor kommt der Beschuss! Die Führer haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen.
Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greimel Gürzel, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Enzi. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ja, Himmler kollaboriert ist und verrät. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Jetzt suchen Sie ihn! Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Wenke ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Kalt. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt er tot an. Das ist eine Sache von Sekunden. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin und Frankstadt. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Aber Himmler muss sterben. Hat Verrat geübt. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Sie und Klein müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Das sagen ausgerechnet Sie. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greime Gürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Gutsche. Sofort! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Es ist mir sofort zu melden. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Die Armee wird nicht zurückgenommen. Mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen.
Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Jeder in der Umgebung des Hörers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Ach was? Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Hören Sie den Beschuss nicht? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Himmler hat in Lübeck. Er schiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Man merkt überhaupt nichts. Der Tod tritt sofort ein. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Wenke ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Erstens, Spitze Wenk liegt südlich Schwielosee fest. Zweitens, 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Gruppe Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er das Steiner angreifen. Das ist purer Wahnsinn! Haben Sie noch Zweifel an deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle bedeckt. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete, was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort!
Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Gürze, tausend der modernen Stahljäger zur Verfügung stehen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ist der Russe schon so nah? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Von vor kommt der Beschuss. Zu behaupten Sie, ein Angriff fängt sehr unwahrscheinlich. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden durchhalten. Das waren wir am Ende. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Herr Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leutnant-Armee vereinen. Mein Führer, kann und darf nicht sein, dass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmt. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Denn das Volk hat sich erst der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Unter euch ausgerechnet, Himmler! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Und ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Mein Führer? Als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Man merkt überhaupt nichts, der Tod tritt sofort ein. Clausewitz ausgegeben. Berlin und Frankstadt.
Deine Armee wird nicht zurückgenommen. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände. Die westlichen Demokratien sind dekadent. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Welchen Kräften, mein Führer? Anders kann man das nicht machen. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser Gabel hält. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Ich will verrichten! Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Und wenn Russland einen so fertig in den Schlag versetzen, dass er alles rettet, soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Sie müssen so bald als möglich aufbrechen. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Dann suchen Sie ihn! Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Meine Blondie tut Ihnen nichts, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Das ist unter Garantie schmerzlos. Doch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist doch eine Sache von sich. Europa erobert! Suchen Sie ihn! Lass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen! Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr! Tja, Freund, da wollen wir mal. Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorführen. Mein Führer? Krebs. Safat! Er hat hier kollaboriert, er ist der Verrückte. Mit Verräter gibt es keinen Mitgift. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierens. Das Volk hat sich erst als Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stecker und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. So, Sie sind gekommen. Deine Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Was hatten wir für Möglichkeiten? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren?
Abendschiller. Zweifelerlei Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir sprechen ein andermal darüber. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Sie und Graham müssen so bald als möglich aufbrechen. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Wegeland, sofort! Ja, wollen wir mal. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Ich habe Großes vorgehabt. Mit den Deutschen wie mit der Welt. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Gehört! Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Er jagt sich mir eine Kugel durch den Kopf. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Graham. Es wird ein böses Erwachen geben. Wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Himmler hat die Lübeck. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler. So viele können sie unmöglich machen. Greifen bei meiner Vater. Feststeht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ja, Himmler kollaboriert ist einfach. Ist Berlin verloren. Eine große Verantwortung mit nur für den Schuld. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Aber dafür sind wir jungen Leute doch da. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar.
Führer der neue Fläche kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Irgendwas muss getan werden. Verrückt! Wir wollen uns einfach rausschmeißen, wie Rundstedt wie Guderian. Ja und? Ihr Anzug und Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Gleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Anders kann man das nicht machen. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzugreifen. Herr Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Sie haben nichts Unrechtes getan. Sie und Klein müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihn mit, er soll alles veranlassen, um. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Die Gruppe Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist der Verein. Trump in jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen werden. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Radwaffen! Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Und holen Sie mir Fegelein. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Wissen Sie, Munkel, die westlichen Demokratien sind dekadent. Wir werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Ich verstehe Ihre Bedenken. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Ja! Das heißt, der Führer wird heute nach Clausewitz ausgehen. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuhalten. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sofort! Das sind doch alles hohle Phrasen. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Wenn du es dann
richtig ist. Eva, jetzt sag du doch mal was. Ja, jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Wow! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Gutsche. Ende abwarten. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Himmler, das ist Lübeck. Ich wollte meine Generale in deinem Mut. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Evel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Armee wird nicht zurückgenommen. Das Leben vergibt keine Schwächen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Jede Chance verspielt. Ich habe Vorsorge getroffen, dass ihnen keine Götze. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Wir müssen bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Genie spielen.
Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Was diesen Männern in Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Ich verstehe Ihre Bedenken. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorcht und stets jedes Mitgefühl versagt. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Ja, immer kollaboriert ist unser Ritter. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin und Franzstadt. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt er tot. Das ist eine Sache von Sekunden. Anders kann man das nicht machen. Alles gut. Ich danke Ihnen. Eine Schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, meine Dame. Sie gekommen sind zwar mitten in der Nacht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Wir werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick, was aus diesem Kampf übrig bleibt. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abbrechen. Ja, mit Himmler kollaboriert ist er. Die Logik der Frau. Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Sofort! Wir müssen nicht ein Kapitulationsangebot gemacht. Wir sprechen ein andermal darüber. Mitleid ist eine Ursache. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungs. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon nichts für meinen persönlichen Namen, nichts für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zur Stadtgrenze. Krank unter ein ausgerechnet Himmler! Das sind doch alles hohle Phrasen! Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht! Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen, um
und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Gilt das auch für das Regierungsverschuldung? Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Lennitz, mobilisiert den Nordkesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greimel Gürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leuten Armee vereinigen. Ach, glauben Sie denn, ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen? Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Wenk ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Köln. Der Mann schießt sich in den Mund. Dann platzt der Schädel. Das ist sie noch immer. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ja. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Die Gruppe Steinhein, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er das Steiner angreifen. Das ist purer Wahnsinn. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Wir sprechen ein andermal darüber. Das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zum Not mit Zivilisten. Von vor kommt der Beschuss! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Fliegen Sie zu Dönitz. Teilen Sie ihm mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Tja, wie Sie selbst sagen. Gerüchte. Gibt es schon Antwort auf unser Telegramm, mein Keitel? Das Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Das Leben vergibt keine Schwächen. Wie viele
1000 Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht. Anders kann man das nicht machen. Wissen Sie, Monke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Kann und darf nicht sein. Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischgurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Er wähnt sich bereits als Sieger mit den 10 Greifen. Es wird ein böses Erwachen geben. Himmler ist davon weg. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jag ich mir eine Kugel durch den Kopf. Es war nicht nur für Deutschland. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es steht überhaupt kein Zweifel, er wurde fliehen. Der englische Rundfunk berichtet das. Was soll das heißen? Sie können Wegeland nicht finden. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das war meine Vision.
sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenk? Zweitens, wann greifen sie weiter an? Drittens, wo ist die 9. Armee? Viertens, wohin bricht die 9. Armee durch? Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte recht, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Das ist unter Garantie schmerzlos. Doch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Es fällt mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berliner Frontstadt. Die sogenannte menschliche Welt. Ich habe die Widerstandenden wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Herr Kinder kollaboriert es nicht. Mit Verräter gibt es keine Gehör. Ich bin mit mir zur Lage gekommen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Trampe jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Für den Menschen, mein Gott, ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Keitel. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Erwähnen sich bereits als Sieger, bis wir in 10 greifen. Es wird ein böses Erwachen geben. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen keine Götze tausende moderner Stahlhelme zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.